Das ist unsere neueste kleine Erwerbung, die Serie Modetorheiten von Daniel Kodowiecki. Hier haben wir ihn. Wir haben sie für kleines Geld in einem italienischen Antiquariat erworben, für sehr kleines Geld. Das Porto war höher als der Kaufpreis. Die Abdrucke sind zugegebenermaßen äußerst flau. Man hat die Radierplatte abgedruckt, bis nichts mehr übrig war. Das ist aber angesichts des Preises hinnehmbar. Die Themen jedenfalls sind wahnsinnig interessant. Ein Wunderheiler, der sogenannte Monddoktor, ein Hexenprozess, Konrad Siegmund Ziehen, ein Weltuntergangsprophet, ein Sterndeuter, Musefeld, ein Sektengründer, eine Witwe, die auf einen Wünschelrutengänger hereingefallen ist, noch ein Wunderheiler, der berüchtigte Hochstapler und Scharlatan Cagliostro und der selbsternannte Messias Rosenfeld. Der hat gesagt, er brauche, um die sieben Siegel der Offenbarung zu lösen, sieben Jungfrauen. Was meinst du? Hat er sie gekriegt? Ja, hat er. Seine Anhänger haben ihm ihre Töchter zugeführt. Die eine hat er vor den Augen der Eltern beschlafen, die anderen gequält. Hier sieht man es. Das kann man alles genau nachsehen bei Museum Digital. Also www.museum-digital.de, Suchwort Modetorheiten. Das sind haarsträubende Geschichten. Unter der Bildunterschrift findet sich jeweils ein Verweis auf die Textgrundlage der einzelnen Bildchen. Sie gehen zurück auf Berichte in der Berlinischen Monatsschrift, eine wichtige Zeitschrift, die herausgegeben wurde von Johann Erich Biester und Friedrich Gedecke. Hier sind sie. Nein, lass uns jetzt nicht über Gesichter reden. In der Berlinischen Monatsschrift erschien auch der berühmte Aufsatz von Kant: Was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und so weiter und so weiter. Wir kennen das. Die Berlinische Monatsschrift war so etwas wie das Zentralorgan der Berliner Aufklärung. Hallo? Von wegen Aufklärung? Diese Begebenheiten haben sich nicht etwa in früheren Jahrhunderten zugetragen, sondern in der damaligen Gegenwart. Und nicht einmal nur im katholischen Süden, sondern teilweise im sich als ach so aufgeklärt verstehenden Preußen und in der preußischen Hauptstadt, Berlin. Diese Berichte in der Berlinischen Monatsschrift zeigen, dass noch immer die obskursten Gestalten auftreten und es mit der Aufklärung noch nicht weit her ist. Die Serie heißt Modetorheiten, also Torheiten, die in der Zeit verbreitet sind. Das Wunderheilen, das Hochstapeln, das ist es nicht, was mit Torheit gemeint ist, sondern die Tatsache, dass diese Verführer Gehör finden. Das ist die Dummheit, unter der noch die Zeit der Aufklärung leidet. Jetzt kann man sich aber der Einsicht nicht verschließen, dass diese Serie ziemlich aktuell ist. Die Dummheit ist ein aktuelles Thema. Darüber könnte man natürlich auch einmal eine Ausstellung machen, über die Dummheit.